Hallo, bevor wir auf das eigentliche Set zu sprechen kommen, um das es heute gehen soll, gibt es eine kleine Ankündigung. Im letzten Jahr haben wir den Regionalwettbewerb der WHO in Gießen besucht. In diesem Jahr werden wir vom 14. bis zum 18. Juni in Passau beim Deutschlandfinale dabei sein. Unter dem Link wro.bricksforcity.de könnt ihr alle Infos von uns da jederzeit sehen. Das Video gibt es natürlich dann auf unserem Kanal. Heute geht es aber um ein ganz spezielles Set aus der Education-Serie, und zwar um Vidu 2.0. Das Besondere ist, wir haben das erste Set schon vorgestellt und es geht hier um ein Set aus der Education-Serie. Das bedeutet, das ist nur für Schulen gedacht und für den Unterricht. Das Set hat 280 Teile, kostet ungefähr 130 Euro und das Schöne ist, dass wir im Vergleich zu dem anderen Set hier eine ordentliche Einlage haben, wo wir alle Steine ordentlich einsortieren können. Das erleichtert beim Sortieren von ganzen Klassensätzen sehr, sehr das Ganze. Wir haben unten einen Aufkleber drin, da sehen wir, welche Steine rein sollen und können die dann wieder entsprechend einsortieren. Und unten drunter haben wir Platz für den ganzen Elektronikkram. Da haben wir zum einen einen Motor, den kennen wir aus dem anderen Set hier auch schon. Wir haben eine Lichtschranke bzw. ein Entfernungsmesser, den kennen wir ebenso. Genauso wie den Kippsensor, die sind eigentlich gleich geblieben, bis auf dass sich die Anschlüsse geändert haben. Besonders ist hier aber, das ist unser Hub. Das ist ein Smart Hub, der über Bluetooth funktioniert. Und wir haben dazu hier dieses Batteriefach. Da kann man ganz normale Batterien reinlegen, das ist aber auf Dauer irgendwann ein bisschen nervig, deswegen kann man als Ersatzteil einen Akku hinterher bestellen, den man unten drunter packen kann. Und natürlich gibt es dazu auch ein passendes Netzteil, was dann auch gleich nochmal Geld kostet. So wie das ganze Set hier zu sehen ist, sind wir ungefähr bei 190 Euro. Besonders schön ist auch der Elementetrenner, das erspart viel, viel Arbeit. Das Set also ist 45.300, das Vidu 2 Core Set. Es gibt dazu wohl irgendwann auch nochmal ein Erweiterungsset. Und wie gesagt, wir sind so knapp bei 130 Euro für das reine Core Set und haben dann noch ein paar Zubehörteile. Was ich schon mal hatte als Video, war dieser Mini-Milo, den es als vorab quasi Schmankerl gab. Den konnte man sich kostenlos bestellen und hatte halt dann quasi die Bestellunterlagen. Milo ist dieser Roboter und der ist genauso wie bei Vidu 1 ein programmierbarer Lego-Stein, wie bei EV3 auch. Und die Oberfläche, oder das Besondere ist aber, dass man diesmal eben per App das Ganze programmieren kann. Die Programmieroberfläche ist dabei genauso aufgebaut wie bei Vidu 1. Wir programmieren also quasi in einer Lego-Bausteinweise einfach per Drag and Drop sich die Programme zusammenziehen. In dem Vorteil aber, dass wir das Ganze eben auf einem Tablet machen können. Oder auf dem Computer, da sind wir relativ frei, und das Ganze dann per Bluetooth steuern. Das funktioniert auch sehr, sehr schön. Wenn wir das Ganze also mit unserer App programmiert haben, dann können wir auch noch Sensoren einbinden. Das heißt, wir bauen hier zum Beispiel eine Lichtschranke an und die stöpsel ich hinten ganz normal an. Im Vergleich zu Vidu 1 kann ich hier nur zwei Sachen gleichzeitig anschließen an einen Hub. Das ging bei dem anderen noch mehrfach. Mit dem Lichtsensor kann ich dann so Spielereien machen, dass Milo halt auf die Blume zufährt und vorher anhält. Jetzt ist es aber so, dass ich ja manchmal mehrere Roboter haben will und deswegen kann ich auch mehrere Roboter mit einem Tablet zum Beispiel steuern. In dem Fall fahren die beiden also einfach parallel die ganze Zeit und das kann man noch ein bisschen komplizierter machen, nämlich dass die Roboter irgendwo hinfahren, dann eine Kurve fahren, das heißt der eine Roboter fährt rückwärts, der andere fährt vorwärts und dann fahren sie einen 90 Grad Winkel davon weg. Die Programmierung ist dann natürlich ein klein bisschen komplizierter, aber im Endeffekt ist das, wenn man sich Vidu 1 angeguckt hat und damit umgehen kann, ist das eigentlich auch gar nicht so kompliziert. Man kann wieder, wie man auf dem Bild so ein bisschen sieht, auswählen, welche Motoren man genau ansteuern will. Wenn dann kein Tablet im Weg ist, funktioniert das auch ganz gut. In der App sind wieder ganz viele Beispielprojekte, die diesmal allerdings didaktisch sehr viel schöner eingefasst sind als bei den anderen. Also diesmal sind sehr realistischere Szenarien, die man gegebenenfalls auch kennt, und es gibt viel mehr Modelle. Und wenn man die Anleitung hatte, gibt es einen weiteren Vorteil dieser App, und zwar gibt es die Möglichkeit, das Ganze gleich aufzuschreiben, wie ein Laborbuch. Da wir ein Tablet nutzen, haben wir eben auch eine Webcam, können jetzt unseren Milo also dahinter stellen, können ein Foto machen und können dann eben, während wir uns unseren Roboter angucken, zum Beispiel den wir in der Schule gebaut haben, nehmen das Tablet mit nach Hause, können zu Hause in Ruhe programmieren und können uns aber den Roboter immer nochmal angucken. Ich finde Vidu 2.0 auf jeden Fall wesentlich cooler als Vidu 1 und es ist auch auf jeden Fall zu empfehlen, weil es wesentlich mehr Spaß macht und die Möglichkeiten sind größer.